So, jeder, der die Gottesdienste die letzten Wochen verfolgt hat, weiß, dass wir in einer Predigtserie sind. Es geht um das Buch Esra, aber bevor wir wieder einsteigen, was bringt die Zukunft? Was bringt die Zukunft? Das ist eine Frage, die wir uns als Deutsche ja ziemlich oft stellen, in der einen oder anderen Facette, aber jetzt noch viel mehr wahrscheinlich als vorher schon. Was bringt die Zukunft? Es ist so vieles unsicher und in meinen Augen ist das größte Problem, dass niemand weiß, wann sich das wieder ändert. Wir steuern einfach in diese Zeit rein, ohne zu wissen, da wird es zu Ende sein. Und das macht es für mich schwer, gerade wenn ich an Gemeinde, an Gottesdienste denke, wie kann es weitergehen, dann die Kinder und Schule, Kindergarten. Das sind alles so Fragen, die ja jetzt die ganze Zeit mitlaufen. Aber wir können ja nicht einfach stehen bleiben und sagen, wir gucken jetzt einfach mal, wie es sich entwickelt. Die Zeit läuft unaufhaltsam weiter. Elisabeth kann ein Lied davon singen. Immer mehr Zukunft verwandelt sich in Vergangenheit und wir können nichts dagegen tun und die Uhr nicht anhalten. Also, was kann uns dabei helfen, unseren Weg in die Zukunft zu finden? Dir persönlich, mir persönlich, uns als Gemeinde, worauf müssen wir achten? Und all diese Fragen bewegen uns, wenn wir das Esra-Buch sehen. Wir haben die Predigtserie überschrieben mit der Weg in die Zukunft. Der Weg in die Zukunft. Denn das Volk Israel war in der Gefangenschaft in Babylon und ging jetzt zurück in ihr Land, nach Israel, in ihre neue Zukunft. Und wenn wir das Esra-Buch sehen, gibt es einige geistliche Prinzipien, die wir daraus mitnehmen können für unseren Weg in die Zukunft, den wir heute, hier und jetzt gehen müssen. Und darum finde ich super, dass wir uns gerade jetzt diesem Thema widmen können und da schauen, wie es weitergeht. Wenn wir Kapitel 7 und 8 des Esra-Buches anschauen, darum geht es heute, merken wir, es geht jetzt los mit der zweiten Hauptperson des Esra-Buches. Wer weiß noch, um welche Person es in Kapitel 1 bis 6 ging? Serubabel, richtig. Und die zweite Person jetzt im Esra-Buch ist natürlich Esra selbst, Namensgeber des Buches. Aber wenn wir die ganze Geschichte der Rückkehr weiterlesen wollen würden, bräuchten wir jetzt noch ein weiteres Bild, nämlich Nehemia, das nächste Buch im Alten Testament, wo es auch damit weitergeht. Aber das nur zur Info. Das Erste, was wir über diese neue Hauptperson, über Esra erfahren, ist, dass er Schriftgelehrter, also Theologe würden wir heute vielleicht sagen, Schriftgelehrter und Priester war. Beides wird hervorgehoben und das nicht zufällig, sondern nur weil er diese Doppelqualifikation hat, Priester und Schriftgelehrter, konnte er den Auftrag übernehmen, der für ihn vorgesehen war. Denn wenn wir einmal zurückschauen oder einfach mal diese Rückkehrwellen betrachten, Serubabel, er sollte ja den Tempel aufbauen. Nehemia nach Esra sollte die Stadtmauer aufbauen. Also es blieb eigentlich nichts mehr für Esra da, was er aufbauen sollte. Was war also sein Auftrag? Und in Kapitel 7 lesen wir das Edikt des damaligen Königs Artaxerxes. Und er beschreibt den Auftrag Esras mit ein paar wenigen Worten. Und die wollen wir uns einmal anschauen. In diesem Erlass des Königs Artaxerxes heißt es, der König und seine sieben Räte, das war das Führungsgremium des Persischen Reiches damals, der König und seine sieben Räte senden dich, um zu erkunden, ob in Jerusalem und Judäa alles so geordnet ist, wie es dem Gesetz deines Gottes entspricht, das in deiner Hand ist. Esra bekommt also vom König den Auftrag, nach Jerusalem und Judäa, das Land, zu gehen und zu schauen, ob dort alles noch in bester Ordnung ist. Denn was wir nicht mitbekommen, wenn wir das Esra-Buch einfach so von A bis Z durchlesen, ist, dass zwischen Serubabel und der Fertigstellung des Tempels und der Rückkehr Esras 60 Jahre liegen. 60 Jahre liegen zwischen dem Tempelbau und Esras Einreise nach Jerusalem. Das heißt, die dritte Generation lebte jetzt schon wieder im Land, lebte mit dem Tempel, mit dem Kult, mit allem, was dazugehört. Und in 60 Jahren verändert sich ganz schön viel.
Manches bewusst, vieles unbewusst. Und deshalb bekommt Esra jetzt den Auftrag, zurückzugehen und zu schauen. Er als Priester und Schriftgelehrter hatte die Qualifikation, das zu beurteilen, ob noch alles dem Gesetz Gottes entsprechend verläuft. Esra sammelt also wieder alle Rückkehrwilligen aus dem Exil aus Babylon. Es waren damals natürlich nicht bei Zerubabel alle mitgekommen. Es lebten immer noch viele Juden im Reich Babylon und jetzt kehrten mit Esra noch ein paar mit. Und Artaxerxes gibt ihm wieder riesige Geschenke mit, die er dann für den Tempeldienst, für sein Land und für all die finanziellen Nöte, die sie hatten, verwenden konnte. Esra musste also einen guten Draht zu Artaxerxes gehabt haben, oder? Und noch interessanter finde ich es, wenn wir sehen, Nehemia, 12 Jahre später, ist ein weiterer Jude, der eine sehr hohe Position am persischen Hof hatte. Er war Mundschenk. Das ist nicht einfach so, wie wir vielleicht sagen würden, der Koch, sondern er war einer der Top-Berater des Königs und das war die Aufgabe des Mundschenks. Also Esra, Nehemia, 2 Juden, die irgendwie ganz hoch im Kurs bei Artaxerxes standen. Ist das Zufall? Sicherlich nicht. Wir kennen natürlich nicht die genauen Gründe, warum das so ist. Aber wenn wir einfach mal schauen, wer war denn der Vater von Artaxerxes? Ganz ähnlich der Name Xerxes. Und jeder, der die Geschichte Israels gerade in dieser Zeit so ein bisschen auf dem Schirm hat, der kennt den Namen einer der Frauen von Xerxes. Wer war es? Esther, genau. Esther, eine Jüdin, sie war eine Frau von Xerxes, also vom Vater des Königs, über den wir hier die ganze Zeit reden. Und Esther war natürlich nicht die Mutter von Artaxerxes, das ist sicher, aber er hat vermutlich als Kind am Hof, wie alt er war, wissen wir natürlich nicht, das ganze Hin und Her um Esther und alles, was danach kam, mitbekommen. Denn zu der damaligen Zeit war Haman der Top-Berater des Königs, also seines Vaters. Und Haman hatte etwas Stress mit einem Juden, der hieß Mordechai. Und Haman hat einfach mal beschlossen, ich bringe diesen Mann um. Und mit ihm gleich alle Juden, die in unserem Reich leben. Als Top-Berater des Königs konnte er das. Er hatte die Macht und hat alles in die Wege geleitet, damit das Volk Israel mit Mordechai gleich zusammen umgebracht wird. Aber Esther und Mordechai schaffen es, diesen Putsch irgendwie zu umgehen. Und statt Mordechai wird dann Haman selbst geknüpft an den Galgen und stirbt. Und Mordechai wird einer dieser Top-Berater des Königs Xerxes, des Vaters von Artaxerxes. Ein ganz schönes Durcheinander mit den vielen Namen, aber ich hoffe, ihr habt mitgekriegt, worauf ich hinaus will. Der Sohn Artaxerxes, der König, um den es jetzt hier geht, hatte viele Berührungspunkte mit Juden. Und das waren alles positive Erfahrungen, die er mit ihnen gemacht hat, soweit wir das aus der Bibel, aus dem Alten Testament beurteilen können. Also könnte das alles, diese kleine Geschichtsstunde, ein Grund dafür sein, warum Artaxerxes so wohlwollend dem Volk Israel und damit auch Esra und Nehemia gegenüber war und sie einfach so hat ziehen lassen, sie beschenkt hat und ihnen die ganzen Ressourcen gab, um ihre Aufträge zu erfüllen. Aber wie gesagt, das könnte nur einer der Gründe dafür sein. Ein anderer Grund, den wissen wir ganz sicher, denn den kennen wir ganz sicher, denn der steht in der Bibel, steht an dieser Stelle. Und wenn wir einfach mal in Esra 7 reinschauen, in Esra 7, Vers 6, steht in der zweiten Hälfte des Verses, der König gab ihm, worum er bat, weil der Herr, sein Gott, seine Hand über ihn hielt, weil der Herr, sein Gott, seine Hand über ihn hielt. Und dieser Satz, der ist sehr auffällig, weil er nicht nur hier an dieser Stelle steht und eigentlich so begründet, warum der König so wohlwollend war, sondern er taucht noch an 5 anderen Stellen in diesen 2 Kapiteln auf. Es ist so wie so ein Refrain, der sich immer wieder durch diese 2 Kapitel hindurchzieht. Und so sehen wir zum Beispiel, dass ein paar Verse weiter berichtet wird, dass Esra und all die Rückkehrer, die mit ihm zurückgekehrt sind, in nur 5 Monaten
wieder in Israel ankamen. Und das war eine Zeitspanne, die nicht normal war. Normalerweise brauchte man mehrere Wochen länger als diese 5 Monate und wurde in der Regel auch überfallen oder hatte irgendwelche andere Probleme an den Grenzen. Und sie sind von allem verschont geblieben. Und da ist wieder die Begründung in 7, Vers 9. Er hatte den ersten Tag des ersten Monats für den Aufbruch des Zuges von Babel bestimmt und erreichte Jerusalem am ersten Tag des 5. Monats. Also das ist die Zeitspanne, ging richtig schnell die Rückreise. Denn sein Gott hielt seine gnädige Hand über ihn. Wieder genau die gleiche Begründung für Segen, der auf dem Volk und auf Esra lag. Denn Gott hält seine gnädige Hand über ihm. Esra hat also Erfolg, weil Gott ihn segnet. Weil Gott ihn besonders segnet, seine Hand auf ihn legt und über ihm hält. Und deshalb gelingt das, was er sich vornimmt. Und wenn ich jetzt in mein Leben schaue, wenn wir in unser Leben schauen, in der jetzigen Situation, ist das doch genau das, was wir uns wünschen, was ich mir wünsche. Gott, bitte halte deine Hand auch über mich, über uns als Familie, segne uns und bewahre uns, damit unser Leben gelingt. Und wenn wir in die Zukunft schauen, wenn unser Land in die Zukunft schaut, dann ist das doch auch das, was viele sich von uns wünschen. Lass unsere Zukunft gelingen. Segne uns, ob wir so oder mit anderen Worten sagen würden. Und deshalb ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass wir jetzt nochmal in diese 2 Kapitel reinschauen und mal prüfen, weshalb hat Gott Esra eigentlich so gesegnet? Einfach nur, weil er aus dem Stamm Israel kommt? Einfach nur, weil er zu diesem Volk gehört? Oder gibt es da noch andere Gründe? Und wenn ich schon so frage, könnt ihr die Antwort erahnen. Natürlich gibt es noch einen anderen Grund. Und jeder, der eine Bibel dabei hat, hat vielleicht schon den Vers gelesen, der direkt auf diesen Vers folgt. In 7 Vers 10 wird nämlich begründet, warum Gott Esra segnet. Es wird in einem Vers zusammengefasst, was der Grund dafür ist, dass Gott Esra segnet. Und es kommt leider nicht in allen Übersetzungen rüber, aber im Hebräischen wird Vers 10 mit einer Begründung angefügt. Denn oder weil, wie auch immer wir das sagen wollen. In der Elberfelder Übersetzung kommt das noch raus. Deshalb habe ich die mal mitgebracht. In 7 Vers 10 steht jetzt, wie gesagt, die Begründung, weshalb Gott seine Hand über Esra hält. Denn, somit wird dieser Satz eingeleitet, denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel die Ordnungen und das Recht des Herrn zu lehren. Ich lese nochmal vor, denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel die Ordnungen und das Recht des Herrn zu lehren. Dieser Vers begleitet mich eigentlich, seitdem ich an die Bibelschule gegangen bin. Es steht so über meiner Zeit als Theologe quasi. Aber als ich mich jetzt für die Vorbereitung dieser Predigt noch mehr damit auseinandergesetzt habe, ist mir so ein Dreischritt bewusst geworden, aufgefallen, der mir irgendwie daher vorher schon natürlich vor Augen war, aber die Bedeutung dessen für unser Leben heute habe ich jetzt erst so richtig verstanden. Fallen euch die 3 Punkte auf, die in diesem Text genannt werden? Was war Esra wichtig? Forschen. Lehren, tun, genau, und auf all diese 3 Sachen hat er sein Herz gerichtet. Also wir sehen, diese 3 Sachen, erforschen, ausleben, weitergeben, war das, was Esra total wichtig wird. Und das ist die Begründung dafür, dass Gott ihn segnet. Wir kommen nicht drum herum, denn es steht hier genau so, weil Esra sein Herz auf diese 3 Schritte gerichtet hat, segnet Gott ihn. Und darum soll es jetzt etwas weiter gehen, um diesen 3-Schritt. Und der wird uns jetzt durch diese ganze Zeit der Predigt begleiten. Erforschen, ausleben, weitergeben. Erforschen, ausleben, weitergeben. Und so läuft das die ganze Zeit. Diesen Dreiklang hat Esra zu seinem Lebensziel gemacht. Und ich möchte euch jetzt einen weiteren, sehr bekannten Vers einblenden. Und schaut doch einfach mal drauf, ob ihr eine Gemeinsamkeit erkennt. Darum geht zu allen Völkern,
und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Matthäus 28, der sogenannte Missionsbefehl, kennen wahrscheinlich einige von uns auch auswendig. Tibor, ganz kurze Frage, mache ich was falsch? Soll ich das Handmikro nehmen? Gegeben habe. Also die Jünger hatten den Auftrag bekommen, sich das alles zu merken. Und weil das wahrscheinlich zu viel war, haben sie es aufgeschrieben, hatten dann die Evangelien und sie sollten das, was Jesus ihnen mitgegeben hat, erforschen. Und dieser Auftrag ist auch der Auftrag an uns heute, an uns Jünger heute 2020. Und wenn wir weiterlesen, alle Gebote zu halten, ist natürlich das Ausleben. Was sonst? Die Gebote, die Jesus weitergegeben hat, sollen sie halten und ausleben. Und natürlich, das ist uns allen bewusst, und lehrt sie, alle Gebote zu halten. Sie sollten es also nicht für sich behalten, sondern es weitergeben an andere. Und diesen Dreischritt sehen wir also bei Esra und nicht nur bei ihm, sondern Jesus baut auch darauf auf mit seinem großen Missionsbefehl, den wir als Gemeinde und den wir als Christen heutzutage ja so wichtig für uns erachten. Und das ist auch gut so. Und in diesem Missionsbefehl sind auch schon diese drei Schritte drin, ist auch schon drin, was Esra für sich zu Herzen genommen hat. Und ich glaube, es ist für uns als westliche Christenheit ganz neu dran, dass wir diesen Dreischritt neu erlernen. Denn wir sagen vielleicht, dass wir im Erforschen noch gut unterwegs sind. Und das ist wahrscheinlich auch so. Wir sind gut unterwegs, wir lesen die Bibel, wir hören Predigten, wir lesen vielleicht auch noch andere Bücher daneben. Und das Erforschen ist da. Wir wissen, worum es im christlichen Glauben geht. Wir wissen, was die Lehre Jesu ist. Aber wenn wir dann zum zweiten Schritt übergehen, zum Umsetzen, da wird es manchmal schon etwas anders. Ich setze das um, was für mich nicht so große Probleme bereitet, was in unserer Kultur ganz normal ist. Aber wenn ich etwas lese und umsetzen soll, womit ich anecken würde, was irgendwie gar nicht in unsere Kultur heute reinpasst, sei es etwas Praktisches, was wir tun oder ein Glaubenssatz, den wir glauben sollen, dann schauen wir manchmal einfach drüber hinweg und lesen einfach die Bibel weiter, denn da kommen ja noch ganz viele andere Seiten, die wir lesen können. Und mit dem Lehren, ja, mit dem Lehren oder mit dem Weitergeben, das haben wir in unserer westlichen Welt eigentlich an die Profis delegiert, oder? An die Pastoren, an die Ältesten, an die Dozenten, an die Autoren. Die sollen das für uns übernehmen. Die sollen lehren. Die sollen weitergeben. Und wir lesen die Bücher, die dann rauskommen und hören die Predigten. Esra hat es aber nicht so gesehen und Jesus hat es auch nicht so gesehen. Und wenn wir das Neue Testament mal durchforschen, sehen wir, dass dieser Dreiklang nicht nur bei Jesus zu finden ist, sondern dass es sich durchzieht, dass es niemals nur ums Konsumieren handelt, dass es niemals nur ums Hören geht, sondern immer auch ums Tun und ums Weitergeben an andere. Und diesen Dreischritt haben wir als Auftrag bekommen, nicht nur die Jünger damals, sondern wir alle, die wir uns Nachfolger Jesu nennen. Und ich glaube, das sind die meisten hier im Raum. Und darum ist jeder von uns gefragt, sich in diesen drei Schritten nochmal neu zu überprüfen. Wie stark bin ich momentan im Erforschen der Wahrheiten Gottes? Kann ich nicht für dich beantworten, nur für mich selber. Was davon
was ich erforsche, sollte meine Lebensführung eigentlich stärker beeinflussen? Was sollte meine Lebensführung stärker beeinflussen und an wen könnte ich etwas davon weitergeben? Oder vielleicht auch an wen sollte ich etwas davon weitergeben? Und es gibt so viele Hilfsmittel, die uns bei jedem dieser drei Schritte helfen können. Schauen wir einfach mal das Erforschen an. Wir haben die Bibel nicht nur in einer, zwei oder drei Übersetzungen, sondern in so viele, wie wir brauchen. Wir können sie lesen, wir können sie auch hören. Wir können sie hören, wenn wir zur Arbeit fahren, wenn wir zurückfahren, wenn wir spazieren gehen. Wir können sie einfach ins Ohr stecken und mitnehmen und hören. Was für ein Geschenk. Es gibt gerade jetzt unter Corona noch viel mehr als vorher Online-Bibelkurse, wo wir einfach dran teilnehmen können für wenig Geld und dort unser Erforschen verstärken können. Wer mehr zu diesen Punkten wissen will, der kann gerne auf mich zukommen. Ich kann euch Literatur empfehlen, die ich gut finde, die mir das Erforschen sehr erleichtert. Dann Ausleben. Was hilft uns beim Ausleben? Eigentlich einfach nur das Tun. Einfach nur tun, was ich lese. Das, was ich verstanden habe aus meinem Erforschen, auch umsetzen in meinem Alltag. Und was könnte mir dabei helfen? Freunde zum Beispiel, mein Ehepartner, Menschen, die mir nahestehen, denen ich erlaube, mir unbequeme Fragen zu stellen. Mich zu fragen, wie klappt das eigentlich mit deiner Bewerbung? Du nimmst dir schon lange vor, dich zu bewerben. Hast du denn jetzt schon eine rausgeschickt? Es geht einfach um unsere Planung des Lebens. Es ist Teil unserer christlichen Lebensführung. Und solche Fragen, darf mir die jemand stellen? Darf mir jemand stellen, was mich gerade stört? Was mir gerade das Leben schwer macht? Was mir Sorgen bereitet? Aber auch, wo ich vielleicht Fragen an Gott habe? Wo ich wütend auf ihn bin? All diese Fragen, erlaube ich jemandem, unbequeme Fragen zu stellen, die mich herausfordern? Oder blocke ich das sofort ab? Stelle eine Gegenfrage, sodass mein Gegenüber einfach weiß, passt gerade nicht. Ich frage nie wieder. Ein weiteres ist das Weitergeben. Und da gibt es unsere Kleingruppen. Joachim hat gerade vorgestellt, wie es bei uns in der Gemeinde weitergeht mit Projekthauskreisen, Kleingruppen, Zweierschaften, Dreierschaften. Das sind optimale Gelegenheiten, um sich im Weitergeben zu üben. Wenn du noch nie eine Bibelarbeit in deiner Kleingruppe gemacht hast, mach das doch mal. Wenn du schon länger dabei bist, dann übernimm die Leitung dieser Gruppe oder eines anderen Arbeitsbereichs und fang so das Weitergeben in dieser Form an. Und ganz praktisch, wenn du Eltern bist, wenn du Vater oder Mutter bist, wir können all das, was wir gelernt haben, an unsere Kinder weitergeben. Es ist unser Auftrag und die leichteste Möglichkeit, das Weitergeben im Alltag zu praktizieren. Wie geht es dir damit, wenn du das alles hörst? Wenn du das hier vor dir siehst. Die einen wird das vielleicht motivieren, weil sie sagen, ja, jetzt habe ich mein Konzept vor Augen, an dem ich mich einfach abarbeiten darf, wo ich mich ausprobieren kann. Andere sitzen vielleicht hier und sagen, boah, das ist doch viel zu viel. So ein Konzept, das setzt mich unter Druck, das schaffe ich doch niemals, das abzuarbeiten, habe ich schon 10-mal versucht oder was auch immer euch in den Kopf kommt. Aber ich habe eine gute Nachricht für beide Gruppen, für beide Gedanken. Jesus liebt dich. Hört sich jetzt richtig platt an, weil man das in der Kirche ja regelmäßig hört. Aber es ist wahr. Gerade wenn es um Konzepte geht, um Ausleben und Weitergeben. Jesus liebt dich. Jesus liebt dich, wenn dich das motiviert und du jetzt total heiß rausgehst und das umsetzt. Jesus liebt dich aber auch, wenn du es versuchst und immer wieder hinfällst und es nicht schaffst. Und er liebt dich sogar, wenn du es gar nicht machst. Hört sich jetzt komisch an, ne? Aber es ist so. Denn die Liebe Gottes, die Liebe Jesu, können wir uns einfach nicht verdienen. Keiner von uns kann sich die Liebe Gottes verdienen. Gott ist unser Vater. Darum liebt er uns unabhängig davon, wie wir gerade unterwegs sind. Er liebt uns unabhängig davon, was wir leisten. Und jeder, der selber Vater oder Mutter ist, der weiß, wir lieben unsere Kinder, egal wie sie gerade unterwegs sind. Auch wenn sie uns die ganze Nacht gequält haben, am nächsten Morgen liebe ich sie trotzdem. Ich kann nicht anders. Und wenn das schon für menschliche Eltern gilt,
wie viel mehr gilt das für unseren Vater im Himmel, dass er uns liebt, egal wie wir unterwegs sind. Und gerade weil er auch unser Vater ist, weiß er am besten, was uns gut tut, weiß er am besten, was wir brauchen. Und er hat uns eine richtig dicke Bedienungsanleitung geschrieben, wie wir Menschen funktionieren, wie wir ticken und was uns gut tut und was uns nicht gut tut, nämlich die Bibel. Und diese Bedienungsanleitung ist quasi das Lebenskonzept für sein Projekt Mensch. Wir sind seine Schöpfung. Wir sind seine Kreatur und er hat eine Bedienungsanleitung geschrieben, wo wir nachschauen können, wie dieses Produkt Gottes Mensch funktioniert. Und das finde ich stark. Und damit sind wir wieder bei diesem Dreiklang. Erforschen. Wir müssen dieses Lebenskonzept Gottes erforschen, damit wir wissen, wie er sich vorgestellt hat, dass ein Mensch gut unterwegs ist. Wie sein Leben gelingen kann. Und wie er es auch selber verhauen kann. Das steht alles in der Bibel drin, aber wir müssen es erforschen und dann natürlich den nächsten Schritt gehen, es ausleben und es auch weitergeben an andere, damit sie auch erfahren können, wie ein Leben funktioniert, das Gott sich vorgestellt hat. Und Esra ist dafür ein gutes Beispiel. Bei ihm können wir das sehen. Wenn wir dieses Lebenskonzept, diese Bedienungsanleitung Gottes umsetzen, bedeutet das aber nicht, dass es uns gut gehen wird in der Hinsicht, dass wir reich, schön und gesund sind. Das steht leider nirgendwo in dieser Bedienungsanleitung drin. Aber es wird uns in der Hinsicht gut gehen, dass wir Zufriedenheit erleben, wenn wir uns darauf einlassen, was in dieser Bedienungsanleitung steht, dass wir Sinn in unserem Leben finden und eine Berufung für das, was wir hier auf dieser Erde machen sollen. Und wenn wir darin unterwegs sind, tut uns das einfach gut. Hier drin tut es uns gut. Die Umstände sind vielleicht nicht immer gut. Wir erleben auch schlimme Sachen in unserem Leben, aber wir lernen dann, damit umzugehen und weiterzumachen, weil das Teil Gottes Lebenskonzeptes ist. Wir müssen und können Gottes Lebenskonzept aber nicht von jetzt auf gleich in allen Bereichen unseres Lebens umsetzen. Schaffen wir nicht. Ist viel zu viel. Dafür ist die Bedienungsanleitung auch zu dick. Aber wir haben ja Zeit. Manche 100 Jahre, andere ein bisschen weniger. Aber wir haben Zeit und lasst uns diese Zeit nutzen und in Gottes Bedienungsanleitung hineinschauen. Denn, das ist ein Satz, der mich die letzten Tage mal in einem Film überrascht hat, Gott geht es um Entwicklung, nicht um Perfektion. Es geht um Entwicklung, nicht um Perfektion. Und Entwicklung ist etwas, was Gott in seine ganze Schöpfung hineingelegt hat. Alles, was Gott geschaffen hat, entwickelt sich, wächst und verändert sich. Und genauso gilt es auch für uns als Menschen. So wünscht er sich das für uns. Er ist wie ein Papa, der sich freut, wenn wir etwas Neues lernen, wenn wir wachsen, wenn wir reifer werden. Und er will uns in diesem Prozess begleiten und mit seinem Geist unterstützen. Was nimmst du also mit aus Esra 7 und 8? Was nehmen wir mit? Wie sollen diese Kapitel unseren Weg in die Zukunft beeinflussen? Ich habe mal das geistliche Prinzip, das ich aus diesen zwei Kapiteln herausgeschält habe, so zusammengefasst. Ihr müsst mir nicht zustimmen mit jedem Wort, aber ich denke, so können wir es zusammenfassen. Orientiere dich an Gottes Lebenskonzept und dein Leben wird gesegnet. Orientiere dich an Gottes Lebenskonzept und dein Leben wird gesegnet. Nicht, weil es ein Automatismus ist, sondern weil Gott es so festgelegt hat, als er uns Menschen geschaffen hat, hat er gleichzeitig gesagt, hier, das ist der Weg, wie ihr funktioniert. Und das ist der Weg, wie ihr nicht funktioniert. Ich zeige euch beides. Sucht euch aus, was ihr wollt. Ihr habt die Freiheit, aber ich sage es euch. Und wenn wir uns an diesem Lebenskonzept Gottes orientieren, tut es uns gut. Aber wie gesagt, es bewahrt uns nicht davor, dass schlimme Dinge in unser Leben hineinkommen. Das kann jeder bestätigen. Wir leben in dieser Welt, wo nicht jeder sich an diesem Lebenskonzept orientiert, wo schlimme Sachen passieren, wo der Tod einfach die Hand über diese Welt hält.
Aber nichtsdestotrotz gelten Gottes Maßstäbe. Und wenn wir uns an seinem Lebenskonzept orientieren, wird es uns helfen, mit diesen Schwierigkeiten umzugehen und weiterzumachen, egal wie schwer es ist. Und ich habe die Predigt überschrieben mit 3 Schritte in die Zukunft. 3 Schritte in die Zukunft, weil dieser Dreiklang, den wir bei Esra sehen, uns dabei helfen kann, Gottes Lebenskonzept zu erforschen, es dann selber auszuleben und auch an andere weiterzugeben, damit immer mehr in diesen Geschmack des guten Gottes kommen. Wir hören jetzt etwas Musik und währenddessen haben wir die Möglichkeit, anhand einiger Fragen die Predigt noch weiter zu bedenken. Amen.